Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview. Mein heutiger Gast ist Thorsten Schulte und er hat ein neues Buch herausgebracht. Und ich begrüße dich ganz herzlich, Thorsten. Lieber Helmut, schön, dass du hier in Hamm bist und schön, dass ich mal wieder hier in Hamm bin, in meiner Heimatstadt, wo ich geboren bin. Ja. Thorsten, du hast das Buch rausgebracht und gleich gab es Probleme mit den Buchhändlern. Was ist da passiert? Es war ja zu erwarten, aber das Interessante ist, und das ist mir wichtig, wir haben in einem YouTube-Video all die Beweise gezeigt für das, was ich nur ganz kurz sagen möchte. Amazon hat das Buch ab ca. 13., 14. Januar als vorbestellbar angeboten. Also Amazon selbst. Man muss das immer dazu sagen. Es gibt ja diesen Marketplace von Amazon und aktuell wird das Buch nur vom Kopp Verlag, dankenswerterweise von Jochen Kopp, angeboten. Er ist also hier uns beigesprungen und hilft uns, damit das Buch überhaupt in Amazon angeboten werden kann. Der Verlag, der das Buch herausgibt, der hat am Sonntag, dem 25. Februar, einen Tag nach dem offiziellen Verkaufsstart, alleine 311 Bestellungen in Amazon erhalten. Und dann ging eine Mail um 23.07 Uhr abends ein, wo mitgeteilt wurde, dass das Amazon-Verkaufskonto deaktiviert worden sei, nämlich überprüft würde. Und um 23.40 Uhr wurde dann das letzte Buch verkauft. Das Verkaufskonto ist, wie man mir heute Morgen noch gesagt hat, bis aktuell weiter deaktiviert. Es gibt überhaupt keine weitergehenden Auskünfte von Amazon. Was noch viel hochinteressanter ist, der Geschäftsführer des Verlags hat an dem Mittwoch vorher, das muss ja dann, der Samstag war der 24., also der 21. Februar, da ging eine Mail abends raus an Amazon mit der Bitte, und zwar an die Person, die als praktisch zuständige Person von Amazon für das Verkaufskonto mitgeteilt wurde, mit der Bitte, doch dem Verlag mitzuteilen, wie das Prozedere ablaufen soll, dass Amazon die Bücher geliefert bekommt, die aufgrund der Vorbestellung, das müssen ja einige Tausend gewesen sein, die aufgrund der Vorbestellung benötigt werden. Bei dem Verlag hat sich Amazon bis heute niemals gemeldet. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Ich möchte alle davor warnen, in Amazon nicht beim Kopp Verlag zu bestellen. Der Verlag, der dort noch drin ist, nämlich deinbuchladen.de, bietet die ganze Zeit seit dem 25. Februar das Buch an, hat aber bis zum heutigen Tage noch kein einziges Mal beim Verlag um Bücher gebeten. Entweder geht es hier darum, Adressen abzufischen und oder eben die Leute dann ins Nirvana zu befördern und darauf zu setzen, dass die Leute, wenn immer wieder verlängert wird, ne, dass sie dann nach 2, 3, 4 Wochen in Geistheit aufgeben und irgendwann auch vergessen, dass sie das Buch haben möchten. Thorsten, ich hatte gestern bei Amazon reingeschaut und da stand, das Buch ist in 5 bis 7 Wochen erst lieferbar. Ist es denn so, dass die erste Auflage schon komplett verkauft ist oder gibt es noch Bücher? Nein, die erste Auflage von 20.800, die sind 20.500 Bücher ausgeliefert worden, bereits bis Freitag letzter Woche. Der Kopp Verlag hatte nochmals 4.280 Bücher erhalten, weil sie mir zugesichert haben, dass sie das Buch dauerhaft in Amazon anbieten. Der Kopp Verlag wird jetzt auch am 21. März, wenn die zweite Auflage eintrifft, sofort 5.000 Bücher erhalten. Kompakt wird 2.000 erhalten. Die wollten eigentlich schon vor 2 Wochen weitere 2.500 bekommen. Die kann ich Ihnen aber nicht ganz zubilligen, weil der Kopp Verlag sehr, sehr wichtig ist für Amazon. Und 500 Bücher gehen an den Sender auf 1. Und damit ist dann bereits auch die Hälfte der zweiten Auflage, auch über 20.000, auch schon wieder an den Mann gebracht. Und ja, also von daher bin ich sehr, sehr froh, dass jetzt alleine schon weit über 30.000 Bücher verkauft sind, wobei aber noch 10.000 auszuliefern sind. Es ist ja gut eingeschlagen, das Buch. Es stand gleich in der Bestsellerliste auf Platz 7, meine ich. In der Spitze war es sogar auf Platz 3 unter allen Büchern. Und ja, ich will an der Stelle eines sagen. Wir alle haben nur gemeinsam eine Chance. Als Menschheitsfamilie und hier in Deutschland, all die Menschen, die hier sind, wir haben nur eine Chance gegenüber diesen selbsternannten Eliten, wenn wir zusammenhalten. Wenn wir uns auf einen Minimalkonsens verständigen, der einem jeden von uns wichtig ist. Und was mich mit großer Freude erfüllt ist, dass jeder, der mich verfolgt, der weiß, ich hatte auch mit Jochen Kopp, mit Fremdbestimmt, vielleicht wurde da auch irgendwie eingegriffen und unterbunden, dass das Buch nicht in seinem Verlag erschienen ist. Aber ich bin sehr froh und dankbar, dass Jochen Kopp beispielsweise uns hier hilft, dass das Buch über Amazon verkauft wird. Ich bin ein Bodo Schiffmann, der sehr bekannt wurde in der Corona-Zeit. Sehr dankbar, der Bodo hat das Buch von mir als PDF bekommen, Anfang Januar. Er hat es dann an 2, 3 Tagen gelesen und war sehr angetan und hat das Buch hier beworben. Auch, ich darf das vielleicht erwähnen, dass du mir den Kontakt dankenswerterweise zu Tim Kellner hergestellt hast. Ich habe mit Tim heute noch ein langes Telefonat geführt. Er hatte mich dann begrüßt mit Hallo Silberjunge und dann habe ich gesagt Hallo mein Love Freeze. Da hat er dann so lachen müssen. So.
Ich möchte sagen, an Stefan Magnet von Auf 1, an Jürgen Elsässer von Kompakt. Ich habe auch erstmalig Kontakte bekommen mit Tilman Knechtel von der Express-Zeitung. Wir wollen in wenigen Tagen mal eine Zoom-Konferenz machen mit auch dem Verantwortlichen der Express-Zeitung. Ich möchte einen Stefan Schubert erwähnen, der, das darf ich schon vielleicht sagen, der gleich vorbeikommt, und da freue ich mich, ihm auch das Buch dann zu signieren und zu schenken. Ich hoffe, ich habe jetzt von den Wichtigen niemand vergessen. Und der Helmut Reiner sitzt ja hier. Du hast mich ja auch schon ein bisschen unterstützt, indem du auf das Buch aufmerksam gemacht hast. Ne? Also das ist für mich eine sehr positive Erfahrung in den letzten 2, 3, 4 Wochen, dass die Menschen, die das Buch gelesen haben, dass die alle nicht schreiend davonlaufen und sagen, wie konnte er nur, sondern im Gegenteil, dass sie sogar mithelfen, das Buch bekannt zu machen. Ja. Ich habe es noch nicht ganz geschafft, es zu lesen, weil ich es erst vor 2 Tagen bekommen hatte. Ich habe aber reingeschaut. Und ja, meine Frage ist, warum war es dir so wichtig, dieses Buch zu schreiben? Und auch, was war das Bedeutendste, was du beim Schreiben gelernt hast? Weil wenn man ein Buch schreibt, schreibt man es ja nicht nur einfach so runter, sondern man lernt ja sicherlich auch beim Schreiben und bei der Recherche. Ja. Was mich angetrieben hat bei Fremdbestimmt war, dass ich möchte, dass es nie wieder zu Krieg kommt. Also dieses nie wieder. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein Feind eines jeden Ideologen bin. Dennoch werde ich als Verschwörungsideologe in der Hamburger Morgenpost bezeichnet, als ich letzten Donnerstag in Hamburg aufgetreten bin. Aber ich bin ein Feind eines jeden Ideologen, weil ich lehne sowohl den Kommunismus als auch den Nationalsozialismus ab. Was bei den einen die klassenlose Gesellschaft war, das war bei dem anderen die Volksgemeinschaft. Das Kollektiv war alles, wurde völlig überhöht und der Einzelne war nichts. Ich bin ein Mensch, der sich für die Freiheit des Menschen einsetzt. Deshalb darf ich erwähnen, dass wir beide beispielsweise mit einem Freund aus Hagen ja oft nach Frankfurt fuhren zu den Demonstrationen in der Corona-Zeit für die Grundrechte der Menschen und vor allem für die Impffreiheit. Das ist ja ein Zeichen. So. Und ich sehe den Frieden bedroht, und zwar leider Gottes immer mehr, nicht immer weniger. Ich sehe die Freiheit der Menschen bedroht. Denke nur an das Bargeld, denke an die Einführung digitaler Währung, denke an die digitale Identität. Es gibt so viele Bedrohungsmomente. Und die Wahrhaftigkeit in unseren Medien, die ist ja nun für jeden sichtbar, vollends auf der Strecke geblieben. So, und dieses Buch, ich habe mich bis 2020 nie mit den Freimaurern, mit Geheimgesellschaften, mit Hintergrundmächten beschäftigt. Ich habe mich in einem Buch Fremdbestimmt mit dem, was sichtbar ist, beschäftigt. Was sichtbar ist und beweisbar ist. So. Und ich habe dann 2 Schlüsselerlebnisse gehabt. Das eine ist das Buch Final Judgment. Das hat mir jemand geschenkt, der mich jetzt im April in der Schweiz wieder besuchen kommen wird. Der hat mir in Wuppertal damals das Buch Final Judgment von Michael Collins Piper geschenkt. Ein Mann, der nach meiner festen Überzeugung mit, ich glaube, 54 oder 55 Jahren umgebracht wurde. Ein Journalist, auch ein Wahrheitskämpfer, der in diesem Buch Final Judgment Hintergründe zu der Ermordung John F. Kennedys beleuchtet, die mir vorher nie über mich gelaufen sind. Und das andere Schlüsselerlebnis, das war, dass mir ein Mann aus einem Orden der römisch-katholischen Kirche, der von Papst Franziskus unmittelbar nach seiner Wahl 2013 wurde dieser Orden praktisch stillgelegt. Ein Ordensmann hat mir ein Buch geschenkt, das er selbst geschrieben hat, und er bat mich darum, das zu veröffentlichen, was ich nicht gemacht habe, will auf die Gründe jetzt gar nicht eingehen, aber dieses Buch heißt Der dritte Tempel. Und so wurde ich erst, das sage ich ganz offen hier, mit dem Thema Der dritte Tempel, vorher war ich mal rudimentär damit in Berührung gekommen, aber ernst, richtig tiefgehend habe ich dann mich mit dieser Thematik erst ab November 2020 beschäftigt. Das waren 2 Schlüsselerlebnisse. Und da muss ich sagen, je tiefer ich dann eingestiegen bin, desto spannender und interessanter wurde es für mich. Und herausgekommen ist, denke ich, ein Werk, auf das ich stolz sein kann. Und ich will hinzufügen, das ist auch mein letztes Buch. Ich sage das so, das ist definitiv das letzte Buch. Weil ich kann nach diesem Buch, was soll ich jetzt noch enthüllen? Was soll ich jetzt noch toppen? Thorsten, sag niemals nie. Nein. Es ist so. Okay. Du hattest gerade John F. Kennedy erwähnt. Und auch dieses Kapitel habe ich gelesen. Und da geht es um 3 Mordmotive, die der Öffentlichkeit, ich denke, überhaupt nicht bekannt sind. Fangen wir mit dem ersten Mordmotiv an. Und da geht es um das Atomwaffenprogramm Israels. Was hat es damit auf sich? Ja. Ich zeige im Buch ja beispielsweise einen Brief von John F. Kennedy, der am 15. Juni 1963 in Tel Aviv eingegangen ist. Und dieser Brief wird umfasst 2 Seiten und ist im Buch abgebildet. Das ist mir ganz wichtig, wie bei Fremdbestimmt. Alles ist verifizierbar, alles ist mit Quellen unterlegt. Diese 3 Mordmotive, die ich dort zeige, sind auch mit 3
entsprechenden Schlüsseldokumenten für jeden untermalt, visualisiert. Und dieser Brief sollte am 16. Juni 1963 an David Ben-Gurion übergeben werden. Man sieht, vielleicht halte ich das da mal rein, man sieht ja hier einen Mann und da ist ein Fragezeichen übergelegt. Letztlich ist das hier David Ben-Gurion, der Gegenspieler. Und zwar nicht nur der Gegenspieler von ihm, sondern auch der Gegenspieler von dem da. Den habe ich aber nicht farbig dargestellt, weil das ist jetzt nicht unbedingt so eine Persönlichkeit der Weltgeschichte, die man verehren sollte. Wer ist das genau? Das ist Stalin. Das ist Stalin, okay. Ja, so, das ist James Forrestal. Das ist Richard Nixon. Das ist hochinteressant, dass ich im Kapitel 7, darf ich nur kurz sagen, das Kapitel 7, über James Forrestal, über Stalin, über Charles de Gaulle, den großen französischen Staatspräsidenten, Frankreichs, den großen General, den Gründer der 5. Republik Frankreichs. Er war Gegenspieler von diesen Leuten. Also von Nixon nicht mehr, da war er schon tot, aber von den anderen. Und Richard Nixon, Watergate, ist den Leuten, wenn dann noch bekannt, als der einzige US-Präsident, der zurücktreten musste. Und die Leute sagen dann noch, ja, da war doch irgendwas mit Watergate. Und das ist wichtig. Wir wollen jetzt über das Thema, will ich nur ganz kurz eines verlieren. Der Watergate-Skandal führte dazu, dass er zurücktreten musste. Und ich zeige dort Hintergründe, die nach meiner festen Überzeugung eines deutlich machen. Richard Nixon wurde zum Rücktritt gezwungen, weil er dem saudi-arabischen Präsidenten 1974 Gerechtigkeit für das Volk Palästinas versprach. Und ich habe das Kapitel 7 mit diesem Teil über Watergate und Nixon. Also selbst der Spiegel, nur ganz kurz eingeflochten, hat noch vor wenigen Jahren feststellen müssen, dass man bis heute Richard Nixon, dem US-Präsidenten, nicht nachweisen kann, dass er von Watergate wusste, also von dem Einbruchsversuch in die Wahlkampfzentrale der Demokraten. Und vielleicht werden jetzt einige Zuhörer schon wieder sagen, jetzt kommt er von Höckchen auf Stöckchen. Das Problem ist, dieses Buch ist so vielschichtig und ich habe euch allen so viel eigentlich mitzuteilen mit diesem Buch, dass ich leider Gottes genau dieses Phänomen wieder auftreten lassen muss. Aber verlassen wir das Thema. Ich will nur sagen, es gibt einen roten Faden. Diesen roten Faden müssen aber die Menschen, müssen die Leser selbst erkennen, wenn sie das Buch lesen. Okay, ich hatte dich aber auch nach dem Atomwaffenprogramm Israels gefragt. Da hast du jetzt noch nicht viel zugesagt. Bingo, er ist ein guter, aufmerksamer Gesprächspartner. Der Brief von John F. Kennedy sollte am 16. Juni 1963, und so kam ich ja überhaupt darauf, dass ich das Buch in die Hand nahm, weil ich David Ben-Gurion in Szene setzen wollte. Dieser Brief sollte an David Ben-Gurion, den damaligen Ministerpräsidenten Israels, übergeben werden. Und just an dem Tag trat David Ben-Gurion überraschenderweise für die Weltöffentlichkeit zurück. Was stand in dem Brief? In dem Brief steht vor allem, dass es war eigentlich die schärfste Formulierung, es war die schärfste Aufforderung von John F. Kennedy, dass US-Inspekteure möglichst rasch, nämlich bereits im Frühsommer 1963, der Brief datiert vom nochmals 15. Juli 1963, dass im Frühsommer 1963 bereits US-Inspekteure in die Negev-Wüste kommen sollten, um den Kernreaktor Dimona zu untersuchen. Da war aber noch nicht das Fake-Kontrollzentrum fertig, mit dem man später den US-Inspekteuren dann vorgaukeln konnte, dass der Kernreaktor nicht das ist, was er tatsächlich war. Das ist das eine Mordmotiv. Und das Interessante ist, diese ganzen Sachen sind erst Jahrzehnte später deklassifiziert worden, also der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Das zweite Mordmotiv, da bilde ich ein Memorandum ab des State Departments. Das ist, glaube ich, ein, zwei Tage alt, also vor der Ermordung Kennedys. Stammt, glaube ich, vom 21. November 1963. Kennedy wurde ermordet am 22. November 1963. Und aus diesem Memorandum geht hervor, dass in der Flüchtlingsfrage bei einer Abstimmung der Vereinten Nationen sich Israel belogen fühlte von der Kennedy-Administration. Ich glaube, ich behaupte das, dass danach nie wieder ein israelisches Kabinettsmitglied der US-Regierung vorgeworfen hat, man hätte sie belogen. Das dritte ist, dass die Kennedys, der Justizminister, der Bruder von John F. Kennedy, Robert Kennedy, der ja dann 1968 ermordet wurde, der wollte alles unternehmen, dass die jüdische Lobby unter Fahrer gestellt wird, Foreign Agent Registration Act. Und damit wäre, also sie sollten sich zu einem ausländischen Agenten der israelischen Regierung erklären. Und ich muss das, glaube ich, nicht ausführen, dass das gewisse Kreise nicht sonderlich toll fanden. Und damit haben wir schon mal drei verheimlichte Mordmotive. Das Interessante ist, die Dokumente, es gibt von Professor Mörsheimer, der jetzt in der Ukraine-Krise sich wohltuend abhebt von der Propaganda. Thorsten, entschuldige bitte, Mörsheimer ist doch der 2007 das Buch über die Israel-Lobby geschrieben hat. Genau. Und das ist genau nämlich auch das Thema unseres neuen Heftes. Liebe Zuschauer, bitte schauen Sie sich unser
Heft Politik Spezial an. Mit einem Abo können Sie unsere Arbeit hier unterstützen. Ja, da sind wir bei der Israel-Lerie. Nur ganz kurz, in dem Buch von ihm aus dem Jahr 2007, da kommt der Brief, das Schlüsseldokument nicht vor, welches ich zu Punkt 3 abbilde, aus einem ganz einfachen Grund, weil dieser Brief erst 2008 deklassifiziert wurde. Mhm. Es war doch mal die Rede auch davon, dass die John F. Kennedy Akten offengelegt werden für die Öffentlichkeit. Was ist daraus eigentlich geworden? Also interessant ist ja, dass Trump, der ja für einige Leute immer noch der Hoffnungsträger ist, der hat ja damals vor seiner ersten Wahl 2016 versprochen, alle Dokumente in Sachen JFK offenzulegen. Was hat er gemacht? Er hat genau das nicht gemacht. Jetzt zieht er ja durch die Lande und verspricht, wenn ihr ihn jetzt das zweite Mal zum Präsidenten wählt, dann würde er alles veröffentlichen. Jetzt frage ich, ich muss das jetzt gar nicht mehr weiter kommentieren, sorry. Aber nochmals, diese Dokumente sind ja deklassifiziert. Ich zeige ja darüber hinaus noch mehr und ich zeige im Kapitel 7 dann noch etwas, was über den israelischen Spion in der CIA, Angleton. Das Interessante ist, dass Angleton von Richard Helms, dem damaligen stellvertretenden CIA-Chef, 1963-64 gemacht wurde zu dem Koordinator jeglichen Wissenaustausches zwischen der Warren-Kommission auf der einen Seite und der CIA auf der anderen Seite. Und dieser Angleton spielte dann eben auch ganz zufällig, natürlich zufällig eine Rolle bei Watergate, Nixon, kannte, also so, da laufen viele Fäden zusammen und das habe ich bewusst erst in Kapitel 7 gemacht, wo ich dann nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlage, nämlich die Verbindung von Angleton in Sachen JFK, Bonn-Kommission und die ganzen Verbindungen im Fall Nixon. Also ich kann wirklich nur sagen, das ist alles hochspannend, aber auch sehr erschreckend, wenn man erkennt, welche Mächte hier im Hintergrund wie wirken. Nun war Donald Trump ja vielleicht der besonderste Präsident der USA, wenn man ihn so nennen mag. Ist Donald Trump auch fremdgesteuert, deiner Meinung nach? Ist Putin fremdgesteuert? Sind diese ganzen Mächtigen, die im Vordergrund im Fernsehen zu sehen sind, eigentlich nur Hampelmänner, die das tun, was im Hintergrund halt beschlossen wird? Also ich sage es hier öffentlich, dass dieses Buch gerade ins Russische übersetzt wird. Und dass dieses Buch bereits in Kürze einem engen Freund von Putin übergeben wird. Für mich ist der Lackmustest, ob Putin wahrhaftig ist, der, ob dieses Buch noch in diesem Jahr in Russland erscheinen darf. Nimmst du dich da nicht ein bisschen zu wichtig? Nein, nehme ich mich nicht. Gut, ja, aber zu meiner Frage zurückzukommen. Sind das alles nur Hampelmänner, die da an der Spitze stehen, die man im Fernsehen sieht und die wahre Politik wird im Hintergrund gemacht? Schau mal, natürlich sollten wir uns nie so wichtig nehmen, aber es geht nicht um mich, sondern um das Buch. Das ist ein Unterschied, Helmut. Mhm. Das ist Punkt 1. Punkt 2, zu deiner Frage. Es gibt beispielsweise ein Foto, das ich während meines dreistündigen Vortrags in Regen gezeigt habe. Und das kann ich dir gerne zur Verfügung stellen, dass du es einblendest. Dieses Foto zeigt einen Besuch des Vizekanzlers Österreichs, Hans-Christian Strache, in Moskau. Und er ist abgebildet neben dem Rabbi Putin, so wird er auch bezeichnet, nämlich dem Chef von Shabbat Lubavitch in Russland, Lazar. Und für die Zuschauer, Shabbat Lubavitch, was ist das? Shabbat Lubavitch ist eine, ich will mal sagen, die ist die mächtigste Gruppe im Judentum, die messianische Komponente sehr betont. Das heißt also, das sind Leute, die auch darauf hinarbeiten, dass der jüdische Messias kommt. Und die alles daran setzen, die Ankunft vorzubereiten. Was das alles heißt, muss ich ganz ehrlich sagen, ihr müsst das Buch lesen, weil ich werde gewisse Dinge hier auch öffentlich so nicht kundtun. Shabbat Lubavitch ist aus meiner Sicht nochmals die mächtigste Gruppe im Judentum. Und der offizielle Vertreter des Judentums in Russland ist dieser Lazar, der Chef von Shabbat Lubavitch. Und ich will hier durchaus in die Kamera sagen in diesem Interview, dass Wladimir Putin persönlich gebeten hat um das Treffen von Hans-Christian Strache mit ihm. Und da ich Informanten habe aus der Delegation in Moskau, kann ich sagen, dass der Partnervertrag, der Freundschaftsvertrag der FPÖ mit der Partei Putins in Russland erst unterzeichnet werden durfte, nachdem das Okay gegeben wurde in diesem Gespräch. Und ich bin ja vor einem Jahr in Moskau gewesen. Und ich habe sehr darum gebeten, das, was wir, und dieses Buch hat ja jetzt das erste Mal Dokumente aus dem Vatikanischen Geheimarchiv veröffentlicht. Ich darf nur eines an dieser Stelle anmerken. Vor dir sitzt ein absolut selbstbestimmter Mensch, der
Und ich will hier nicht missionarisch erscheinen, aber der, das hat er unser mehr als einmal betet und der zutiefst an Jesus Christus glaubt. Dennoch wende ich mich genauso mit offenem Herzen jedem Moslem und jedem Juden und jedem Atheisten zu. Aber das Ganze hat eine religiöse Dimension vor dem Hintergrund von Shabbat Lubavitch und diesem messianischen Gedanken. Ich selbst will deutlich machen, dass ich sowohl die Freimaurerei ablehne, als auch das Jesuitentum und ich beides verbieten würde. Die Strukturen der Jesuiten sind letztlich doch dieselben wie der Freimaurer. Die Ziele sind andere, aber die Strukturen, das pyramidale Herrschaftssystem ist dasselbe. Und wenn wir uns für den Frieden und die Freiheit und die Wahrheit einsetzen wollen, dann müssen wir gegen solche Geheimgesellschaften arbeiten. Und zwar sowohl auf der Seite der Freimaurerei als auch der Jesuiten. Kann man das so verallgemeinern, dass du sagst, jeder Freimaurer ist irgendwie... Das habe ich gerade nicht gesagt. Wir müssen nochmals die Führungsstrukturen benennen. Sie sind pyramidal. Und an der Spitze einer Pyramide steht nur einer. Darum geht es. Und nein, man muss natürlich stets differenzieren. Und ich glaube, dass die, die unten stehen, das ist aber auch in Parteien so, das Problem ist in der Regel, wie sagen wir das, der Fisch stinkt vom Kopf. Ja? Selbst die Leute, bitte jetzt nicht sofort negativ kommentieren unter dem Video, selbst bei den Grünen gibt es unten an der Basis Menschen, die einfach davon beseelt sind, dass sie was Tolles machen, wenn sie grüne Wahlplakate aufhängen. Ja? Die Probleme fangen oben an, wenn wir uns diese Baerbocks und die Typen anschauen. Und so ist das vermutlich auch bei den Freimaurern. Ich will nur die Anekdote erzählen, dass ich im Mai 2022 am Genfer See eingeladen war, 800 Meter hoch, wunderschön gelegen, tolles Haus. Und es war ein Koch dort, der Staatsbank hätte auch bekocht, toller Mann. Wusste auch, dass er Familienmitglied ist. An der Stelle sage ich ja immer auch ganz bewusst, damit das Erpressungspotenzial reduziert wird, dass ich homosexuell bin. Und der weiß auch, wir kamen ins Gespräch und dann sagte ich irgendwann zu ihm, so sag mal, eins musst du mir jetzt verraten, warum gibt es denn hier so viele Freimaurersymbole? Und dann sagt er also wirklich in einem Überschwang von Euphorie und Begeisterung und Stolz, sagt er zu mir, ja, ich bin 33 Grad Hochgrad-Freimaurer. In diesem Moment bin ich erstmal ein, zwei Schritte zurückgegangen. Dann sage ich, du, dann sage ich dir jetzt aber mal besser nicht, woran ich gerade arbeite. Das Interessante ist aber, Das ist ja schon die, entschuldige Thorsten, 33 Grad ist ganz oben. Dann hattest du ja jemanden, der ganz oben ist, ja, so, den du persönlich kennst. Das Interessante ist aber, als ich ihm dann aber sagte, aber du willst mir doch nicht sagen, dass der Grand Orient de France, de Paris, dass das gute Kräfte sind. Und, hab das, ja, und so wie vorher das, was er sagte, eine Einheit bildete mit seinem ganzen Habitus, mit seiner Mimik, Gestik, ja, so war es auch jetzt eine Einheit, nämlich er erschrak, sein Gesicht verfinsterte sich. Er sagte zu mir, nein, das sind böse Kräfte. Ich sage das so, du hast also völlig recht, wir müssen differenzieren. Und ich will an der Stelle auch eines sagen, dieses Buch soll auch all denen helfen in Israel, die beispielsweise die Justizreform von Netanyahu verhindert haben. Es gibt ja ein Kapitel und es ist ein Zitat, es ist eine Überschrift aus einem, von einem Artikel der zweitgrößten Mediengruppe Israels. Und dieses Zitat lautet, weder das Abgleiten Deutschlands noch Israels in den Faschismus ist zufällig. Und das ist Gegenstand des Kapitels 8 des Buches, das eine enorme Sprengkraft hat. Darin zeige ich ein Interview mit dem Vater von Benjamin Netanyahu und ich beschließe dann mit Blick auf die heutigen Geschehnisse in Israel und im Gazastreifen, wie der Vater, so der Sohn. Und das ist keine Frage, sondern dahinter steht ein Ausrufezeichen. Und man kann somit also den roten Faden des Buches erahnen, aber ich kann nicht deutlicher werden, weil das ist wirklich das heißeste Eisen. Thorsten, meine letzte Frage. Wie bewertest du die Gefahr eines Dritten Weltkrieges? Die ist sehr hoch. Kurze Antwort. Soll ja viel öfters kurze Antworten geben. Die ist sehr hoch. Ja, für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass uns jetzt bald die Atombomben hier um die Ohren fliegen? Stichwort Bombe auf Berlin kam von Karl Lauterbach. Naja, was von dem kommt, da hinten steht, da sehen die Leute natürlich jetzt nicht einen Hochbunker noch aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Meine Heimatstadt hatte ja damals den größten Verschiebebahnhof Europas und 90% dieser Stadt wurden zerstört. Ob hier ein Dritter Weltkrieg mit dem Einsatz von Atomwaffen über taktische Atomwaffen hinausgehend stattfinden wird, wer will das sagen? Niemand von uns ist in der Lage, in die Zukunft zu schauen.
Nur die Gefahren nehmen natürlich wirklich zu. Es eskaliert weiter. Wir haben Spannungsherde ja nicht nur zwischen der Ukraine und Russland, der NATO und Russland. Wir haben in Asien, im asiatischen Raum, denken wir nur an Taiwan und China. Wir denken mal an den Nahen Osten beispielsweise. Ja, denken wir an den Iran, der ja auch in den letzten 2, 3, 4 Monaten ereilt wird von Anschlägen, ein iranischer General, der ermordet wurde und so weiter und so fort, die aber bislang auf diese israelischen Attacken bislang sehr, sehr zurückhaltend reagiert haben, sehr moderat reagiert haben. Aber wer von uns weiß schon, wie sich das alles entwickeln wird. Selbst Donald Trump hat ja davor gewarnt, dass es noch vor den US-Präsidentschaftswahlen zu einem dritten Weltkrieg kommen könnte. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Ja, wir müssen alles dran setzen, dass es nicht dazu kommt. Und da sind wir alle Menschen gefordert. Das ist genauso auch, wenn es darum geht, haben wir hier in Deutschland noch eine Chance, haben wir in Europa noch eine Chance, das Rad herumzureißen und unsere Zukunft zu sichern. Und ich bin der festen Überzeugung, ja, wir haben eine Chance. Aber das geht eben nur zusammen, das geht eben nur gemeinsam. Und ich bin fest überzeugt, so wie ich es im vorletzten Kapitel des Buchs ja deutlich mache, wo ich ja Hoffnung spenden möchte, wenn wir eine große Massenbewegung für Volksentscheide initiieren, wenn wir dabei uns 3, 4 wichtige Zukunftsthemen raussuchen. Eines davon wäre beispielsweise, da geht es um den Schutz eurer Kinder und Kindeskinder. Ich selbst habe ja nun keine Kinder. Ich sage das auch so, sonst könnte ich so einen Weg und würde ich so einen Weg nicht tun und gehen. Wenn man Kinder hat, dann kriegt man ja Verantwortung auch für die. Aber wir müssen unsere Kinder und Kindeskinder schützen davor, dass sie eben nicht mit 12, 13, 14 Jahren im Durchschnitt bereits den ersten Porno konsumieren. Es gibt Studien, je jünger die Menschen sind, wenn sie das erste Mal Pornografie konsumieren, desto geringer ist ihr Selbstwertgefühl. Dazu verlinke ich ja auch eine Studie aus Großbritannien von Anfang 2023. Und wenn wir eine Massenbewegung beispielsweise dafür initiieren, dass für Volksentscheide, die dann über Zukunfts wodurch dann eben möglich wird, dass wir alle über Zukunftsthemen abstimmen, dann können wir nach meiner festen Überzeugung, wenn wir beispielsweise die Sicherung, die Erhaltung des Bargelds nehmen, eine Annahmeverpflichtung für Bargeld. Wer Bargeld bar zahlen möchte, der muss es auch können. Du weißt, dass es immer mehr Läden gibt, die das nicht akzeptieren wollen. Womit wir totale Kontrolle aufhalten können, womit wir sicherstellen können, dass eure Kinder eben nicht mehr Pornografie konsumieren können im Internet, nur nach einem Klick, wo sie bestätigen, dass sie älter als 18 sind. Wenn wir uns wichtige Zukunftsfragen rauspicken, glaube ich fest daran, wir können eine Massenbewegung für direkte Demokratie auf den Weg bringen und wir werden dann eben nach meiner festen Überzeugung die Chance haben, die Pläne der selbsternannten Elite zu vereiteln. Pläne, die auf Dauer wirklich zu einer Gesellschaft der totalen Kontrolle, totalen Überwachung führen. Thorsten, du hast gerade die Pornos angesprochen. Es ist ja wirklich unglaublich, dass das in Deutschland so einfach möglich ist. In vielen Ländern auf der Welt ist es halt nicht möglich. Da musst du tatsächlich nachweisen. Also in Israel ist es nicht möglich und seit Sommer ist es in Großbritannien nicht möglich. Ansonsten kenne ich kein Land im Westen, in Nordamerika oder in Westeuropa, wo es neben Großbritannien, wo es so ist, wie du es gerade schilderst. Es ist nur in Israel so. Israel schützt seine Kinder. Und das völlig zu Recht. Also lasst uns eine Massenbewegung für den Schutz unserer Kinder initiieren. Ein Thema. Und bitte diejenigen, die jetzt sagen, ja, aber Volksentscheide. Also natürlich gibt es manchmal Phasen, wo es besser nicht zur Abstimmung käme. Also als die Propaganda nach der Ukraine hier gemacht wurde, immer. Nicht? Wenn wir müssen natürlich dafür sorgen, dass vor Volksentscheiden sowohl das Pro als auch das Contra gleichmäßig Gehör sich verschaffen können, dass eine Objektivität in den Medien wieder Einzug hält, dass wir nicht einen Staatsfunk haben, der meint, man müsste das Volk erziehen. Und dann sind wir auch bei einem ganz wichtigen Thema. Es muss so sein, und ich habe dankenswerterweise sehr engen Kontakt zur Freiheitlichen Bewegung Schweiz, die dafür gesorgt haben, dass am 9. Juni dieses Jahres die Schweizer abstimmen dürfen darüber, ob das Recht auf körperliche Unversehrtheit, also das Recht, die Impffreiheit, nicht, dass ich selbst entscheide, lasse ich mich impfen oder nicht, ein Beispiel, nicht, ob dieses Recht Verfassungsrang bekommt. Die Schweizer werden auch im nächsten Jahr über das Bargeld abstimmen dürfen. Und die Schweizer haben mit ihren Volksentscheiden die Möglichkeit, Hoffnungsspender, Hoffnungsgeber zu sein, eine Leuchtfackel zu werden, so ein Leuchtturm zu werden für die Welt, wenn sie der Elite die Stirn zeigen. Es kann aber natürlich auch so ausgehen, dass auch die Eidgenossen eben nicht, wie ich mir das wünsche, abstimmen, aber zumindest haben die Schweizer die Möglichkeit. Und der Richard Koller, der mit seiner Freiheitlichen Bewegung Schweiz das möglich gemacht hat, dass in diesem Jahr über die Impffreiheit abgestimmt wird, im nächsten Jahr über die Erhaltung des Bargelds. Der Richard hat einen Ausspruch geprägt, den ich im Buch ja zitiere, nämlich den Ausspruch, nicht die Macht soll die Gemeinschaft kontrollieren, sondern die Gemeinschaft muss die Macht kontrollieren.
Und mit Blick auf die deutsche Entwicklung hier sehen wir ja, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und ich möchte allen Menschen Mut machen, wenn wir geschlossen uns auf einen Minimalkonsens konzentrieren für Volksentscheide, wenn wir dabei bestimmte Themen auswählen, wie ich gerade nur es exemplarisch gemacht habe mit dem Thema Bargeld, mit dem Thema eben Pornografie, Schutz der Kinder, dann glaube ich fest daran, auch beim Thema GEZ und ARD und ZDF Medienberichterstattung, wenn du die Fragen ja geschickt stellst, die Gegenseite stellt die Fragen bei Umfragen ja oft so geschickt, dass eine Antwort herauskommt, die aber in Wirklichkeit gar nicht die Mehrheitsmeinung widerspiegelt. So, wir können ja genauso geschickt vorgehen und Zukunftsthemen so ansprechen, dass 80% der Bevölkerung in Deutschland ganz sicher sagen werden, diese Truppe, die das fordert, das sind coole Leute, die sind auf dem richtigen Dampfer und da wollen wir mitmachen. Und ich glaube fest daran. Ich meine, Helmut, du hast deine Reichweite. Wir kennen so viele Menschen, die ihre Fans haben. Ja, einige finden dich richtig toll und finden mich scheiße. Und andere finden mich etwas weniger, finden mich vielleicht ein bisschen toll. Und wie auch immer, du weißt, worauf ich hinaus will. Jeder hat aber seine Fanbase. Und wenn wir alle aber jeweils unseren Fans sagen, wenn wir ja zusammenhalten, wir haben hier eine tolle Idee, wir haben jetzt hier eine Leuchtfackel, lasst uns gemeinsam sowas machen, dann glaube ich fest daran, dass wir Großartiges schaffen können. Wir müssen nur uns wirklich darauf konzentrieren, was wollen wir alle gemeinsam. Und vor allem darf es nicht darum gehen, dass jeder immer nur sein Ego in den Vordergrund rückt. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Und das aus meinem Munde klingt vielleicht unglaubwürdig, aber... Genau darauf will ich hinaus, Thorsten. Du hast ein sehr großes und starkes Ego. Echt? Manche nennen dich Diva, du weißt das? Nein. Doch, also doch, das ist eine Unverschämtheit. Nein, das war nicht also unverschämt das gemeint. Du weißt. Also ich bin keine Diva. Du bist keine Diva, aber du hast ein großes Ego, das streitest du nicht ab. Nein. So, und du auch. Ja, gut, es ist vielleicht normal. Worauf ich hinaus möchte, ist, sonst wärst alle, du nicht die hier. Alle, die an der Spitze stehen, genau, haben ihr Ego und Alpha haben Tiere. Ihre Eitelkeit. Ja. Und jeder glaubt, dass das am besten machen kann. Genau. Und was können wir denn tun, damit wir diese Eitelkeit und dieses Ego überwinden und tatsächlich zusammenarbeiten? Ich bedanke mich in den letzten Beiträgen immer beispielsweise, unter anderem ja auch bei dir, bei einem Bodo Schiffmann für die Unterstützung. Ich bin richtig froh, ich habe mich total gefreut, als der Tim Kellner gestern mein Buch empfohlen hat. Nur mal ein Beispiel, ja, wo ihr mir alle helft, dieses Buch überhaupt bekannt zu machen. Und das heißt ja nicht, dass du jetzt mit allem einverstanden bist, aber es geht ja darum, dass die Menschen überhaupt von Existenz dieses Buches erfahren. Die Gegenseite unternimmt alles, damit das nicht passiert. Ne? Das sieht man. Die Leute brauchen sich nur mal meine Aufrufzahlen in Facebook anzugucken. Ich habe fast 134.000 Follower und die letzten Videos über die Dinge, die wir in diesem Video angesprochen haben, zu JFK etc., die kommen nur auf 2.000 bis 2.500 Aufrufe. Das ist unglaublich. Ich hab mal 1,3 Millionen Menschen im vorletzten Jahr noch erreicht, 900.000 Aufrufe mit einem Video, mit einem. Und jetzt komme ich nur noch auf 2000. Daran sehen die Leute ja dieses Shadowbanning, also dass alles getan wird, meine Aufrufzahlen zu drosseln. Mir ist dieses Buch unheimlich wichtig und ich glaube, dass es für die Menschen sehr, sehr wichtig sein kann. Und ich verdiene an diesem Buch selbst nichts. Das habe ich deutlich gemacht, in Telegram auch dokumentiert. Ja? Wir müssen alle unser Ego zurückstellen. Und wieso verdienst du nicht an dem Buch? Entschuldige, da muss ich nachschauen. Weil ich, ja, das können die Leute sich anschauen. Ist ja ein Vertrag da. Ich werde an diesem Buch nichts verdienen. Du spendest die Einnahmen, oder? Nein, diese gehen alle ausschließlich in den Verlag. Der Michael Hesemann bekommt Geld. Jeder kann das ja in meinem Telegram-Kanal sich anschauen. Ich verdiene keinen einzigen Cent daran. Okay? So. Und wenn mir etwas zustößt, werden 6 Menschen ja, darunter auch ein Stefan Magnet, werden 6 Menschen weit über 1 Million Schweizer Franken erben, nur unter der Auflage, dass die Bücher fremdbestimmt und die große Täuschung angeboten werden. Nur, um das ganz klar zu dokumentieren. Ich verdiene an diesem Buch nichts. So. Helmut, ja, wir sind natürlich in gewisser Weise Alpha-Tiere, sonst hätten wir ja diesen Weg gar nicht machen können. Ein Markus Krall, der muss viel aushalten. Jeder von uns, auch ein Hans-Georg Maaßen, ich weiß, dass du da die Streitigkeiten hast, aber ich habe Hans-Georg Maaßen letzte Woche noch geschrieben, dass ich ja dich sehr schätze, dass ich Markus Krall sehr schätze und dass es mir wirklich in der Seele schmerzt, zu sehen, was da jetzt zwischen euch passiert ist. Ich will das jetzt gar nicht mit dir weiter vertiefen. Und du hast damit auch abgeschlossen. Genau, das ist auch wichtig, dass man dann, ja, so... Wir haben nur eine Chance gemeinsam und du kannst ja notfalls rausschneiden. Darf ich erwähnen, dass auch du hier bist? Darf ich das erwähnen? Ja. So. Weißt du, hier schaut gerade zu und ich hoffe, dass wir gleich noch nett miteinander reden können. Hier ist der Stefan Schubert, der wird in 2-3 Monaten
nach dem, was ich gehört habe, auch ein wichtiges Buch veröffentlichen. Und da bin ich genauso bereit und würde auch dich bitten, dass du ihn dabei unterstützt. Ich habe noch am 22. Februar, als wir gar nicht wussten, dass der Verlag ein Problem mit Amazon bekommt, mit dem, was wir angesprochen haben, Deaktivierung des Verkaufskontos. Ich habe dem Jochen bereits am 22. Februar eine aus meiner Sicht nette Mail geschrieben, habe gesagt, lieber Jochen, nach all den Jahren. Ich meine, wir haben es mal geschafft, das Buch Kontrollverlust auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste zu bringen. Und das schaffst du als Autor nicht allein. Und das schafft aber auch ein Verlag nicht ohne einen Autor. Das heißt, wir haben es gemeinsam geschafft, der Jochen Kopp und ich. Mit viel Unterstützung. Und ich habe dem Jochen angeboten, wann immer er in der Schweiz ist. Ich habe ihm mal eine Privatanschrift mitgeteilt. Ist er herzlich willkommen. Und ich wäre jederzeit bereit, mal mit ihm die Friedenszweifel zu rauchen, einfach zu reden. Nachtragend zu sein, ist ein schlechter Wesenszug. Und wir können ja nicht über christliche Nächstenliebe und Feindesliebe reden und dann nachtragend sein mit einem Menschen jahrelang dann nicht mehr sprechen wollen. Der hat ja auch Gründe gehabt und vielleicht, ne, der muss auch an die Existenz seines Verlags denken. Er sichert die Existenz von vielen Familien mit seinem Verlag, ja. Und da muss ich auch bereit sein, auf ihn zuzugehen. Und auch in einem solchen Streit, ich würde gerne moderieren, ja, weil ich habe von euch allen dreien die Telefonnummer, ja, und würde sagen, jetzt gehen wir mal in eine Klausur, lassen mal die Köpfe rauchen, vielleicht holen wir auch mal einen guten Rotwein raus, den ihr alle gemeinsam schätzt, ja, und ich bin ganz sicher, dass man spätestens nach 2 Tagen und notfalls muss ich Gewalt anwenden, dass ich euch drei, also den Maaßen und den Markus, Dr. Maaßen, Hans-Georg Maaßen, den Markus Krall und dich, dass ich euch wieder zusammenbringen könnte. Also mit Markus Krall hast du keine Probleme, ne? Das weiß ich ja, aber du weißt, aber lass uns am besten gar nicht das jetzt hier an der Stelle vertiefen. Ich möchte wirklich nur sagen, wir haben nicht doch nur gemeint. Oh, Entschuldigung. Das hört man. Wir haben Also Helmut, ich möchte wirklich einfach nur an uns alle appellieren und ich glaube schon, dass ich in den letzten Wochen deutlich mache, dass auch ich mich zurücknehmen kann und dass ich etwas anderes in den Vordergrund rücken kann und mich wirklich dabei in den Hintergrund stelle. Und das kann ich uns allen nur anraten. Das muss jeder von uns tun. Thorsten, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir maximalen Erfolg für dein Buch. Vielen Dank. Helmut, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für die Einladung und auch dir maximalen Erfolg. Und ich hoffe, dass wir uns in der Schweiz wiedersehen. Alles Danke. Gute dir und deiner Familie. Dir auch. Liebe Zuschauer, Ihnen auch ganz herzlichen Dank fürs Zusehen, für Ihr Interesse. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal, lassen Sie ein Like da, aktivieren Sie die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Und bitte schauen Sie sich auch, ich sagte es bereits, unser Magazin an. Mit einem Abo können Sie unsere Arbeit unterstützen. Herzlichen Dank, alles Gute und bis bald.